Hallo, jetzt fangen wir an mit der Praxis und mit der Umsetzung von unserem Myo Board to Go. Hallo Traudl. Die Idee ist jetzt, dass ihr euch die Punkte hier setzt, wie ihr sie braucht. Hier sind Nummern dran und ihr notiert euch dann diese Nummern in der Tabelle, sodass ihr immer wieder die Nummern habt, die ihr braucht und nicht immer wieder von vorne suchen müsst, wo muss denn bei mir jetzt dieser Punkt sein. Okay, kannst du bitte mal mit dem Kopf ein bisschen hoch? Wir suchen jetzt die Punkte hinten am Hinterkopf, wo viele so Kopfschmerzen berichten, aus dem Nacken nach vorne zum Auge oder hier verspannt sind. Also wir suchen uns den Hinterkopf und du legst dir mal bitte das Board so, dass du dich da an der Kante vom Hinterkopf findest. Also wir sagen Occiput, dass es hier drauf liegt. Geht das so? Ja. Okay, wichtig jetzt bei diesen Sachen. Ihr haltet es, das tut weh, ihr haltet es so lange, bis der Schmerz loslässt. In der Praxis ist es unterschiedlich, wie lange das dauert. Bewährt hat sich auch eine Atemtechnik, dass man tief im Bauch ein- und ausatmet. So 3-4 Atemzüge und irgendwann merkt man eine Reaktion, dass unter dem Teilchen der Schmerz loslässt. Das ist der Moment, wo der Muskel dann wirklich entspannt, im Unterschied zum Lockern, wenn man nur irgendwo massiert oder eben drüber rollt. Also wir warten so lange, bis der Schmerz weggeht. Spürst du den noch? Es wird schon besser. Okay, jetzt kann man mit dem Board Stück für Stück die Halswirbelsäule nach unten und wieder drauflegen, dass ihr euch Stück für Stück hier nach unten arbeitet. Es sollte vom Abstand ungefähr gleich bleiben, dass diese Halbkugeln neben der Wirbelsäule liegen und wichtig nicht auf dem Knochen, sondern neben dem Knochen, neben der Wirbelsäule. Okay. Das ist für den Nacken vom Hinterkopf ab nach unten. Dann drehst du dich bitte mal zur Seite. Wir werden jetzt den Kopf rundum bearbeiten. Bei vielen Menschen sitzt hier Stress. Wir beißen zu. Es gibt Kopfschmerzen, es gibt oft so Ohrschmerzen. Das kann Nackenschmerzen machen. Also wichtig ist auch, den Kiefer nicht vergessen. So, wir legen wieder das Board genau unter den Kiefer und hier ist ein Knochen, das Jochbein. Das heißt, ihr geht einen Tick unterhalb vom Knochen in den Muskel rein. Ihr seht jetzt, wie mein Finger bleibt dort liegen und wartet, bis der Schmerz unter der Halbkugel loslässt. Geht es für dich so? Mhm. Okay, dann kann man das Ganze nach oben noch, der Kaumuskel, der Temporalis, der geht bis hier hoch. Das heißt, wenn ihr kaut, spürt ihr genau, wie weit er nach oben geht im Schädel. Also könnt ihr jetzt mit dem Board die ganze Seite vom Kopf sachte gucken, wo muss der Knubbel hin, warten, bis der Schmerz dort loslässt. Okay? Wer steigern möchte, kann ein bisschen den Mund auf und zu machen. Dann spürt er das noch, wo sich's bewegt. Wichtig immer warten, bis der Schmerz nachlässt. Und dann die nächste Stelle suchen. Das heißt, man verschiebt den Kopf einfach einen kleinen Tick. Und ihr werdet sehen, ihr findet die Punkte meistens hervorragend selbst. Die Patienten in der Praxis können genau sagen, ein Tick mehr hoch, ein Tick mehr nach links, mehr nach rechts. Also keine Panik, ihr findet es. Ihr habt meistens so ein gutes Eigengespür, dass man da nicht jemand anderes braucht, der noch sagt, wo man jetzt hin muss. Okay, Traudl, dann setze dich jetzt bitte mal auf.